Ja, aber damit zu unserem Panel. Wir haben heute drei Gäste, natürlich drei Gäste, die mit dem Thema Leseförderung sehr vertraut sind. Jana Heinz, du bist Soziologin und aktuell Professorin für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Hochschule München. Du bist Projektleiterin im BMBF-Projekt Besser Lesen und außerdem auch Projektleiterin im BMBF-Projekt. Jetzt muss ich tatsächlich auf meinen Schummelzettel schauen, weil es ein sehr, sehr langer Titel ist. Digitale Chancengerechtigkeit, digitale Lehr- und Lernumgebungen im Lese- und Literaturunterricht zur Verbesserung von Chancengerechtigkeit und Bildungsteilhabe in der Grundschule. Also diesen sehr langen Titel kann man auf alle Fälle schon entnehmen. Die Themen Teilhabe und Chancengerechtigkeit sind so deine Herzensthemen in der Forschung. So die klassischen Themen der Soziologie, der Bildungssoziologie. Außerdem hier bei uns im Panel Ekkehard Thümler, du bist Innovationsforscher und leitest das gemeinnützige Startup Tutoring for All, das verspricht, Lerndefizite in Grundschulen zu beseitigen mit Hilfe einer digitalen Plattform und TutorInnen. Außerdem hast du die Weimarer Gespräche für Bildung konzipiert, die so mehr Schwung und mehr Innovation in unser Bildungssystem bringen sollen. Schön, dass du heute bei uns bist, Ekkehard. Vielen Dank, ich freue mich auch. Und zum Schluss noch Laura Nagler. Laura, du bist freiberufliche Medienpädagogin und beschäftigst dich vor allem in deiner Arbeit mit frühkindlicher Medienpädagogin. Bist also Expertin ja, für Kita, für Kindergarten, bist aber auch immer mal wieder in Schulen unterwegs, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast. Schön, dass du da bist, Laura. Und ich möchte tatsächlich auch gleich mit dir starten. Wenn es um das Thema Lesekompetenz geht, kennst du, Laura, mit Sicherheit die traurigen Zahlen so gut wie ich. 26% der deutschen NeuntklässlerInnen können schriftliche Texte nicht sinnerfassend lesen. Das hat so die jüngste PISA-Studie ergeben. Im Vorgespräch hast du gesagt, Laura, dass Lesesozialisation und das Heranführen ans Lesen eigentlich nicht erst in den Schulen beginnen sollte, sondern sehr viel früher, eben in der Kita und im Kindergarten. Warum ist dir das so wichtig und ja, wie viel digitale Leseförderung erlebst du denn als frühkindliche Medienpädagogin in den Kitas, in den Kindergärten? Also ich würde sagen, warum ich es als wichtig erachte, ist, weil für mich Lesen mit dem Vorlesen beginnt. Das heißt, ich muss eigentlich Vorleseerfahrungen, positive Vorleseerfahrungen gesammelt haben, um zu merken, Lesen ist was, was Spaß macht, was mich neugierig macht, wo ich neue Sachen erfahren kann und was nebenbei meinen Sprachgebrauch eben fördert als Kind. Dazu braucht es Lesevorbilder. Das können sowohl die Eltern sein, die Familienmitglieder, es kann aber auch eine Bildungseinrichtung sein, das heißt zum Beispiel auch eine Kita oder eine Schule. Und da finde ich, ist einfach ein großes Aufgabenfeld von der Kita und auch der Schule, dass dahingehend einfach ja, Leseförderung stattfindet, um eben so eine Basis zu schaffen für, ich habe Spaß an Lesen und habe da eben tolle Momente, sowohl in der Gemeinschaft, in der Schule oder in der Kita, als auch als Einzelperson. Das heißt, da passiert ja auch immer eine Bindung. Das heißt, Lesen ist nicht nur Spracherwerb und Sprachförderung, sondern auch einfach hat was mit einer Bindung zu tun, die ich aufbaue zu dem mir Vorlesenden. Und deswegen ist mir das Thema, glaube ich, so wichtig, weil viele immer davon sprechen, in der Schule ist es so wichtig, weil die Kinder lernen ja dort lesen und schreiben. Meiner Meinung nach beginnt es aber einfach vorher. Man kann auch vorher mit digitalen Medien unter anderem, ich bin immer der Meinung, dass man besonders im Kita-Bereich darauf achten muss, dass man die Kinder noch nicht überfordert. Das heißt, ich bin auf gar keinen Fall dafür, dass in der Kita alle mit dem Tablet rumlaufen und es nur noch digital funktionieren soll, sondern eben eher als Ergänzung, dass ich analoge Wege kenne, aber auch digitale Mittel nutze zur Unterstützung. Also sei es jetzt beim mehrsprachigen Bereich zum Beispiel, da bieten digitale Medien einfach totale Hilfsmittel für Fachkräfte, um alle Kinder teilhaben zu lassen an Vorlese- und Leseprozessen. Da würde ich tatsächlich gleich mal einhaken, damit wir da nicht im Abstrakten bleiben, weil digitale Leseförderung in der Kita, das hört sich doch durchaus erstmal abstrakt an. Aber wie konkret kann man denn oder mit welchen Werkzeugen kann man denn schon in der Kita, im Kindergarten Leseförderung betreiben oder eben ans Lesen heranführen? Welche digitalen Werkzeuge bieten sich denn da deiner Erfahrung nach an?
Also im Kita-Bereich denke ich eigentlich sofort an Kamishibai oder an Bilderbuchkinos. Das heißt, da wären Bücher, die wir sonst analog in der Hand halten, parallel zum ich habe ein Buch in der Hand und kann das vorlesen, über einen Beamer gezeigt oder wer hat ein Smartboard dann später in der ersten, zweiten Klasse. Und so können alle Kinder das Bild sehen. Es ist nicht dieses, ich habe das Buch vor mir und keiner kann alles sehen und alle beschweren sich, sondern alle können teilhaben. Das ist so das Einfachste, würde ich sagen, was mit sehr wenig Mitteln möglich ist. Dann gibt es natürlich auch die Variante, in Richtung Hörbücher zu gehen, das heißt, auf dieses Hörverstehen zu achten, und da eben irgendwie positive Erfahrungen zu schaffen. In dem Bereich können auch ganz einfache Apps helfen, wie zum Beispiel von der Stiftung Lesen gibt es die App Einfach Vorlesen. Das heißt, da sind Bücher, die man auch analog kennt, digital verfügbar und die kann ich eben groß machen und dann alle Kinder daran teilhaben lassen. Es gibt aber auch interaktive Bilderbücher, das heißt, die haben dann die Funktion, dass mir vorgelesen werden kann, wenn vielleicht gerade die Erzieherin, der Erzieher gerade keine Zeit hat, kann ich mich auch allein damit beschäftigen. Dann gibt es wieder Erweiterungen, da sind Sprachspiele mit bei. Da fällt mir zum Beispiel das Buch Die Eule mit der Beule ein. Davon gibt es auch eine App, das heißt, ich glaube, die App heißt Kleine Reime mit der Eule oder so ähnlich. Da geht es um Reime und Lieder, um spielerisch die Sprache zu lernen. Und ich glaube, darauf sollte auch der Fokus an der Kita liegen, dass man spielerisch sich mit der Sprache vertraut macht, und da eben digitale Medien unterstützen können. Ich habe ja eben gerade schon von der Mehrsprachigkeit gesprochen. Da ist die App Polilino zum Beispiel eine Möglichkeit. Die bietet die Option, dass man Bücher sowohl in deutscher Sprache als auch in sämtlichen anderen Fremdsprachen lesen kann. Das heißt, ein konkretes Beispiel, ich war in meiner Kita-Gruppe, wo zwei ukrainische Kinder mit dabei waren und die konnten durch diese App eben an der Geschichte teilhaben und saßen nicht einfach nur daneben und haben vielleicht gar nichts oder nur ein bisschen verstanden, sondern konnten dann der Geschichte folgen, ohne dass die Fachkraft dafür ukrainisch sprechen musste. Trotzdem hat man da aber Teilhabe einfach ja, zulassen können. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Richtung Schreiben digitale Medien zur Hilfe zu nehmen. Da fällt mir direkt ein, zum Beispiel die Idorino App mit dem Idorino Spielzeug. Das sieht so ein bisschen aus wie wie so eine Toni-Figur. Da gibt es einen Stift dazu. Das heißt, da können Kinder spielerisch das Schreiben lernen. Da gibt es verschiedene Figuren, die stehen für verschiedene, ich sag mal, Bildungsbereiche in dem Sinne. Es gibt Lesen, es gibt Schreiben, es gibt aber auch Farben kennenlernen, Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Das heißt, so Lern-Apps in dem Fall nutzen ist auch eine ganz gute Variante. Es gibt aber auch, Genau, ich unterbreche dich kurz an dem Punkt, weil das einfach schon eine unfassbare Bandbreite ist, die du erwähnt hast. Im Chat kam auch zeitgleich tatsächlich der Wunsch, danach eine Auflistung all dieser Angebote im Anschluss zu erhalten. Also wenn das für dich möglich wäre, wäre das natürlich hilfreich für alle, die hier zuhören. Ja, aber zugleich auch die Frage an dich, also wie gesagt, unfassbare Bandbreite, aber wie viel Offenheit erlebst du denn in den Kitas, in den Kindergärten, diese Angebote zu nutzen? Und ja, falls es noch nicht so gut klappt, was sind da so die Hindernisse? Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also ich bin sowohl größtenteils in Berlin als auch in Brandenburg unterwegs und da ist ein sehr großer Unterschied einfach in der Technikausstattung vorhanden. Das heißt, die Kitas und Schulen in Brandenburg haben einfach total oft das Problem, dass ihnen Förderprojekte fehlen oder es keine Ausleihmöglichkeiten an zum Beispiel Tablets oder anderen digitalen Medien fehlt. In Berlin ist es anders, da gibt es die Medienkompetenzzentren, mit denen ich auch eng zusammenarbeite. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, wenn man keine eigenen Geräte hat, sich welche zu leihen. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied, den ich feststelle und der mich auch sehr oft frustriert, muss ich sagen. Ansonsten mit der Offenheit seitens der Fachkräfte, das ist total unterschiedlich. Ich gehe manchmal in Fortbildungen, da haben wir dann erstmal diese Diskussion über digitale Medien in der Kita, ja oder nein. Und es geht eigentlich nur darum. Oder ich komme in Kitas und die sagen, wir haben total Lust, wir haben ein, zwei Personen, die wollen und machen schon, aber wir haben irgendwie Angst davor. Und ich glaube, da ist einfach eine große Hürde, die man überwinden muss, dieses einfach versuchen und machen. Das ist mir immer total wichtig in den Fortbildungen mit Fachkräften, dass ich sage, ihr müsst nicht ab morgen alles digital machen, also auf gar keinen Fall. Weil wie soll man von 0 auf 100 komplett gleich starten und alles läuft fehlerfrei, sondern motiviere eher dazu, Fehler machen zu dürfen und daraus zu lernen und sich mit den KollegInnen auszutauschen.
Aber einfach irgendwie klein anzufangen. Und das reicht schon, indem man eine Fotosafari macht. Das heißt, man kann auch mit Digitalkameras oder was auch immer man für Endgeräte da hat, kann man losziehen und sagen, wir fotografieren jetzt alle was Rundes, wir fotografieren jetzt alle was Eckiges und werten das danach aus, sprechen darüber. Wir haben einen Sprachanlass. Das ist da auch immer sehr wichtig in Akita, dass wir eben gar nicht mit Medien direkt gearbeitet werden muss, sondern es können auch ganz einfache Mittel genutzt werden, um über Medien zu sprechen, aber eher in die Sprachbildung zu gehen. Das heißt auch Interviews führen. Wie hat dir heute das Mittagessen geschmeckt? Und das Aufnehmen und sich wieder anhören kann schon ganz viel bringen. Oder die MedienheldInnen einfach mal thematisieren und da ein Projekt zuzumachen. Da haben Kinder total Spaß dran. Wir wollen trotzdem für einen Moment auch beim digitalen Lesen und Vorlesen bleiben. Von meiner kleinen dreijährigen Tochter weiß ich, wie stark auch digitale Bilderbücher mit Animationen etc. in den Bann ziehen können. Die Stiftung Lesen empfiehlt aber tatsächlich auch digitale Bilderbücher. Worauf sollte man denn achten, wenn man auf digitale Lesebücher oder eben Vorlese-Apps setzt? Also von welchen Maßnahmen, von welcher Begleitung sollten denn solche Lese-Apps, Bilderbücher auch begleitet werden? Gerne Laura an dich, aber vielleicht hat auch Jana eine Antwort auf diese Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall sollte man wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken, was ja doch oft da ist. Also dieses lese ich jetzt analog oder digital vor. Ich bin der Meinung, beides in Ergänzung. Das heißt, je nachdem, in welcher Situation ich gerade bin, was passt gerade, kann ich auch in der Bahn vorlesen. Und wenn ich kein Buch dabei habe, dann hilft mir eine Vorlese-App in dem Fall total. Ich beschäftige mich mit meinem Kind und habe trotzdem die Möglichkeit, das irgendwie unterwegs zu machen. Und das kommt demnach auch total auf das Alter und den Entwicklungsstand an vom Kind. Das heißt, einem Zweijährigen würde ich jetzt noch nicht das Tablet vor die Nase setzen, weil es einfach zu einer Reizüberflutung führen würde. Aber generell ist eigentlich der wichtigste Unterschied, dass man es eben immer begleitet, wenn man mit digitalen Geräten unterwegs ist. Das heißt, nicht wie im Fall von einem Buch. Na klar kann ich mein Kind mit einem Buch allein lassen. Trotzdem passiert da nicht viel in der sprachlichen Entwicklung, wenn ich es nicht begleite. Aber das Kind kommt mit dem Buch nicht ins Internet und ist dann mit Werbung konfrontiert oder anderen Themen. Und das passiert halt ganz einfach bei digitalen Geräten, die dann vielleicht mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, beide Formen von Vorlesen fördern eigentlich die Sprachentwicklung, aber die Kompetenzen, die dafür benötigt werden, digital vorzulesen, sind doch nochmal andere, weil ich ja als Kind, wie eben schon gesagt wurde, in so interaktiven Bilderbüchern einfach ganz viele Kanäle habe, die angesprochen werden. Das heißt, ich muss hören, ich muss sehen, ich muss vielleicht noch was drücken und dazu zählt einfach, oder dafür ist die Voraussetzung, dass ich die Kompetenzen dafür habe, das auch zu differenzieren und damit umzugehen. Und ich glaube, das ist für mich so der größte Punkt, was es unterscheidet. Mhm. Jana, hast du hierzu noch Ergänzungen? Vielleicht auch, wenn wir jetzt speziell nochmal bei der Gruppe der Vorschulkinder und vielleicht auch der ErstleserInnen bleibt, Eltern und auch Lehrkräfte sind ja manchmal auch auf der Suche nach Richtwerten, wie viele Minuten am Tag, welche Voraussetzungen müssen da sein, um eben so ein digitales Vorlese- oder Leseerlebnis auch lernwirksam zu nutzen. Ja, also wenn wir jetzt beim Kita-Bereich sind, also das würde ich alles bestätigen, was Laura sagt. Ne? Das sind auch meine Erfahrungen. Wir hatten eben auch ein Projekt, da ging es um digitale Bilderbücher in den Kitas. Und da muss man zunächst mal auch die Bedenken der Eltern ernst nehmen. Ne? Also was das Letzte, was die wollen, das ist auch in den Kitas, das sind so die Befürchtungen, die dann immer äußern, dass die Kinder dann in den Kitas sitzen und auf irgendwelchen Geräten rumdaddeln. Also das wollen die überhaupt nicht. Und da gibt es sehr, sehr viele Vorbehalte von den Eltern und auch die frühpädagogischen Fachkräfte, die antizipieren das so ein bisschen, ne, dass der Gegenwind kommt von den Eltern. Und auch was Laura gesagt hat, es ist eine sehr große Heterogenität, wie die Kitas da ausgestattet sind. Also wir wissen jetzt, nur jede fünfte Kita hat überhaupt so einen Medienentwicklungsplan. Und was die frühpädagogischen Fachkräfte da brauchen, auch mal Freiheiten, das auch mal auszuprobieren. Gleichzeitig sofort die Eltern mitzunehmen, ne, die das sehr kritisch das immer beäugen. Und was eben Laura gesagt hat, ne, also man kann eigentlich, also den Kitas geht es ja nicht um, dass die Kinder so schulisch lernen, ne, sondern es geht um alltagsintegrierte Bildung, also die Kinder gut damit da zu begleiten, wie die sprechen oder in ganz alltäglichen Situationen da so Bildungsanlässe zu begleiten und vielleicht auch zu initiieren. Und das hat ja Laura schon gesagt, ne? Das kann sein, wenn wir Unterwasserkameras einsetzen, einfach um zu schauen, was gibt es da für Tiere, was sind andere gute Beispiele. Ich kenne zum Beispiel,
Da haben sich Kitas weltweit zusammengeschlossen und haben Bäume fotografiert, ne? Und haben das dann auf Instagram geteilt, einfach um zu schauen, wie sehen jetzt gerade die Bäume aus, auch mit den Jahreszeiten. Und mit den digitalen Bilderbüchern, was wir sehen, eben auch was Laura sagt, dass das wird ganz unterschiedlich umgesetzt und sehr oft nutzen die das eben, dass dann diese digitalen Bilderbücher, zum Teil werden die abfotografiert, Bilderbücher und dann auf PowerPoint eben als Kino eingesetzt oder dann über die App, das wird dann angeschlossen an Beamer. Und was wir hier sehen, dass diese Bekleidung, also dass man das gut einbettet, dass man das als Sprachanlass nimmt, ne? Dass man das nicht ablaufen lässt. Da haben viele Kitas, das wollen die auch gar nicht, das sind die auch sehr restriktiv und versuchen auch gerade das Interaktive eigentlich zu beschränken. Also die wollen das eigentlich nutzen, um Sprachanlässe zu schaffen. Und da gibt es so gute Konzepte wie dialogisches Lesen. Das bedeutet, dass quasi die Geschichte, die da vorgelesen vielleicht wird, also die meisten digitalen Bilderbücher haben ja so eine Vorlesefunktion oder Mitlesefunktion, dass man da eben fragt, was seht ihr denn und was könnte passieren, also offene Fragen stellt, dass man dann auf die Antworten der Kinder eingeht, schaut, was sind das für Antworten, kann ich die so ein bisschen erweitern, kann ich den Ball zurückspielen, nutze ich das, um so ein bisschen Kontext einzugehen, aber auch so zu dekontextualisieren, also was gibt es noch alles, also dass man das wirklich als Sprachanlass nutzt. Und ansonsten, was wissen wir jetzt, was machen gute digitale Bilderbücher aus? Also die haben ja alle meistens sehr, sehr viele Tools, also meistens diese Vorlesefunktion, das ist sehr gut, das wissen wir, also lautes Vorlesen, ne? Das hört so phonetisches Bewusstsein, so eine Vorläuferkompetenz für Lesen auch. Und was wir sehen, wichtig ist, dass man auch diese Add-ons, dass man die ausschalten kann, ne? Was eben Laura auch gesagt hat, sehr oft, so kleine Kinder, das überfordert dann das Arbeitsgedächtnis, ne? Das sind die überfordert, das ist gut. Also wir sehen diese Zusatzfunktionen, die funktionieren sehr gut, wenn sie lesen und verstehen, erleichtern. Ne? Also wenn da drin steht in dem Buch irgendwie, es blitzte und donnerte und dann vielleicht hat man dann irgendwie wackelt dann irgendwie, wenn man da drauf drückt, ne? Wackelt da das Bild, dass man das so versteht. Ne? Dann hilft das und ansonsten ist so Konsens eigentlich weniger als mehr, eher ausschalten, gucken. Was verstehen die Kinder? Und eben einfach nicht laufen lassen. Aber das machen die Kitas ähnlich. Die sind eh ganz, ganz vorsichtig mit digitalen Medien, weil da gibt es so viel Gegenwind und man hat Angst und Befürchtungen, was das Digitale alles schädlich sein könnte. Und wir kennen die Gefahren. Also es wird eh schon sehr, sehr restriktiv eingesetzt. Und was ich sehe, man nutzt das wirklich, um Sprachanlässe zu begleiten oder zu initiieren. Kommen wir von den Kitas und den Kindergärten zu den Grundschulen. Ich hatte schon eine Zahl jetzt eingangs genannt, noch eine Zahl an der Stelle. 25% der ViertklässlerInnen in Deutschland können laut der aktuellen IGLU-Untersuchung nicht richtig lesen. Also ein Viertel verlieren wir tatsächlich am Ende der Grundschule in dieser sehr basalen Fähigkeit. Liebe Jana, nochmal vielleicht eine Frage an dich. Aus einer jüngeren IGLU-Sonderauswertung ging auch hervor, dass die Lesekompetenz von Grundschulkindern, die eben nicht deutscher Muttersprache sind, nochmal deutlich geringer ausfällt, was nicht verwunderlich ist. Zugleich zeigt sich aber auch, dass diese Gruppe dann auch nicht ausreichend gefördert wird. Du blickst, wie gesagt, so als Soziologin nochmal vertieft auf dieses Thema der Chancengerechtigkeit. Wie können denn digitale Werkzeuge auch genutzt werden, um eben ja speziell jetzt Kindern nicht deutscher Muttersprache beim Lesen eine bessere Unterstützung zu geben? Und was weiß da die Forschung auch über so eine Passgenauigkeit unterschiedlicher Interventionen für die unterschiedlichen Zielgruppen, seien es jetzt eben Kinder nicht deutscher Muttersprache oder auch andere Gruppen? Ja, das ist eine gute Frage und da muss man ein bisschen ausholen. Ne? Natürlich kann man jetzt sagen, ich werfe da irgendwelche digitalen Tools rein und wir wissen das, die können wir anpassen an den Kenntnisstand und so weiter. Aber ich glaube, da müssen wir einen Schritt zurückgehen und schauen, wie unser Bildungssystem eben aufgebaut ist. Ne? Und gerade so im Vergleich mit anderen Bildungssystemen sind wir nicht so gut da drin, Bildungsungleichheiten oder soziale Ungleichheit abzufedern, sondern die Strukturen sind eher so, leider so, dass sie das eher verstärken. Also soziale Ungleichheiten werden dann eher so manifestiert. Ne? Nach dem Schulsystem sind die dann auf unterschiedlichen Schultypen gelandet. Kinder, selbst bei gleichen Leistungen, ne? Je nach sozioökonomischer Herkunft, kriegen unterschiedliche Noten, werden unterschiedlich benotet. Also ist irgendwie total unfair. Also da ist unser Bildungssystem nicht so gut aufgestellt.
Gerade auch mit Blick auf so eine zunehmende Heterogenität von Kindern. Ne? Und es nützt jetzt nicht zu sagen, ja, die Kinder und vielleicht die nicht Deutsch als Erstsprache und die verzerren die Ergebnisse, schrecklich, das geht ja in so eine schreckliche Richtung irgendwie. Ne? Möchte ich gleich mal sagen, nee, wir müssen umgekehrt fragen. Wo fehlt es denn in unserem Schulsystem, Bildungssystem, so eine Vielfalt auch aufzufangen und auch Kinder, die nicht so benachteiligt sind, besser zu fördern. Ne? So würde ich anfangen, dass man wirklich da strukturell rangeht, sonst hat man am Ende irgendwelche komplett Lehrkräfte im Burnout, die sich dann versuchen, das Problem auf einer individuellen Ebene zu lösen. Also da müssen eigentlich strukturelle Veränderungen her. Und sei es jetzt, das fängt an mit einer stärkeren frühkindlichen Bildung und insbesondere aber einer speziellen Förderung von Kindern, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen. Also, und da kann man ansetzen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also erstmal auf einer Unterrichtsebene, dass man schaut, dass die extra Sprachförderung bekommen, dass für Kinder vielleicht, dass die so Scaffolding bekommen, jetzt auch in Zukunftskompetenzen. Ne? Das weiß man so von offenen Settings, das sind die oft überfordert. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag nur Practice and Drill machen. Das wollen wir auch nicht, ja. Aber dass man da gut anfängt. Das fängt schon mal an mit einer guten Diagnose. Das heißt, die Lehrkräfte brauchen Diagnosekompetenzen. Was für Kinder haben wir jetzt eigentlich zu tun? Und dass man die dann spezifisch fördert. Und das bedeutet eben nicht Diagnose, dass man denen eine Note gibt und einen Test schreibt und dann geht es weiter, sondern dass man das wirklich auch nutzt. Ne? Dass man Noten jetzt auch nutzt als Feedback. Ich finde, Noten sollten eigentlich so ein Feedback sein für die Lehrkräfte, dass sie sagen, das haben die Kinder noch nicht verstanden und hier müssen wir noch mal ran. Ne? Und nicht Note und dann geht es weiter. Und ansonsten, was wissen wir mit digitalen Medien? Digitale Medien da reinwerfen bringt nichts. Man muss die zielgerichtet einsetzen. Man muss gucken, genau, welches Tool für welche für welche Kompetenz. Ne? Da kommen wir sicher später auch nochmal drauf. Wir wissen, die Kinder lesen anders analog als digital. Da gibt es Unterschiede und so weiter. Also, dass man das wirklich zielgerichtet einsetzt. Aber jetzt nicht so komplett alle Hoffnung drauf setzt, dass Technik wird uns jetzt retten. Das wird's, glaub ich, nicht so sein. Mhm. Eckehard, ich glaube, vieles, was Jana gerade erzählt und zusammengefasst hat, wird bei dir auf offene Ohren stoßen. Du hast ja auch mit Tutoring for All und anderen Aktivitäten das Schlagwort der 100%-Schulen stark gemacht. 100% der SchülerInnen sollen lesen können. Das soll der Anspruch oder muss der Anspruch sein, den Schulen erfüllen müssen. Und du hast eben eine gemeinnützige Organisation gegründet, Tutoring for All und Lesen mit dem Turbo-Team. Das ist das Programm, das darunter läuft, das eben so funktioniert, dass Kinder in Zweierteams an Computer Geschichten lesen und danach basierend auf diesen Geschichten ja kleine Lernspiele lösen sollen. Die Kinder machen das allerdings nicht selbstständig, sondern mit Hilfe von ausgebildeten TutorInnen. Ihr seid von diesem Konzept sehr, sehr überzeugt, habt das auch wissenschaftlich begleiten lassen. Was sagt denn die Wissenschaft über die Wirksamkeit von speziell jetzt auch TutorInnen zur Leseförderung und gerne auch eben in Kombination mit der digitalen Plattform? Ja, das ist ja genau der Weg, über den wir letztlich gekommen sind. Wir wissen aus sehr, sehr umfangreicher empirischer Forschung, dass Tutoring, also Förderung in Kleingruppen oder 1-zu-1-Situationen außerhalb des regulären Unterrichts durch Tutorinnen und Tutoren, also immer in Situationen, in denen man die Kinder nicht einfach nur vor irgendeinem Bildschirm sitzt, dass diese Form von Tutoring, wenn man sie richtig macht, einfach so die wirksame Methode ist, wenn es um die Förderung von Basiskompetenzen geht und die wirksame Methode ist, gerade auch wenn es um die Förderung von benachteiligten Kindern geht. Ne? Das ist der Weg, über den wir gekommen sind und das ist eben auch der Grund, warum wir immer da auch versuchen, dem Missverständnis entgegenzuarbeiten, dass wir halt irgendeine weitere Lese-App anbieten. Nein, machen wir nicht. Es handelt sich um Tutoring-Programm, weil wir wissen, dass man mit Tutoring eben Unterschied machen kann. So, und das Attraktive an digitalen Instrumenten, ja, gerade in einer Situation, wenn es einem darum geht, wirklich mit Kindern zu arbeiten, die schon den Anschluss verloren haben,
in ihrer Klasse, ja, die wirklich einen hohen Förderbedarf haben. Das Attraktive daran ist eben, dass man mit digitalen Instrumenten die Förderung genauso zuschneiden kann, wie ihnen das optimalerweise hilft. Ja, das hat damit zu tun, dass digitale Instrumente halt als solche ein paar Vorteile mit sich bringen, die teilweise auch schon angesprochen worden sind. Also Beispiel, ich kann die Förderung gamifiziert gestalten innerhalb vernünftiger Grenzen. Und wir merken schon, was die Motivation anbelangt, das macht einen Unterschied. Das bringt eine Menge. Man muss sich ja mal vorstellen, zu uns kommen eben Kinder, die waren in aller Regel in einem eher konventionellen, sehr analogen Unterricht. So, und für die macht das eben Unterschied, wenn die in der Förderung nicht wieder kopierte Arbeitsblätter bekommen, mit denen sie arbeiten sollen, sondern auf einmal neues Medium. Ne? Und digital, man glaubt es kaum, aber das ist attraktiv für die Kinder, obwohl die ja wahrscheinlich ziemlich viel Zeit sowieso damit verbringen. Aber damit kann man eben wirklich einen echten Unterschied machen, was die Motivation anbelangt. Dann gibt es natürlich eben auch einfach den Umstand, dass man so ein Programm wirklich wissenschaftlich fundiert gestalten kann. Also das heißt, ich kann da wirklich alles reinpacken, was die Wissenschaft als wirksame Bestandteile von guter Förderung nachgewiesen hat. Ja. Auch das ist, glaube ich, total wichtig, weil sowas in einer herkömmlichen Förderung leicht unter den Tisch fallen kann. Und drittes Argument, man kann wirklich diese Situation, diese Fördersituation datenbasiert gestalten, auf die Art und Weise, dass man zum einen eben gucken kann, wo stehen die Kinder denn eigentlich in ihrer Leseentwicklung, was brauchen die jetzt? Und nachdem sie ein paar Sitzungen absolviert haben, was brauchen sie dann? Ne? Wo stehen sie eigentlich? Entwickelt sich das überhaupt so, wie man sich das vorgestellt hat? Und ich kann direkt, wenn ich es gut mache, an so einen Test, an eine Diagnostik, dann eben auch die passende Förderung anschließen. Also wirklich so eine richtig individuell zugeschnittene Förderung ermöglichen. Und so auf die Art und Weise kriegt man eben ganz viel in ein Paket gepackt, von dem wir eben laut Forschung wissen, ja, das macht echt einen Unterschied. Ne? Und das ist das Attraktive, unter anderem das Attraktive aus unserer Sicht an der Arbeit mit digitalen Programmen. Mhm. Arbeit mit digitalen Programmen, gleich Laura, noch eine kurze Nachfrage an Eckehard. Arbeit mit digitalen Programmen, trotzdem braucht man noch menschliche TutorInnen oder ihr setzt auch sehr, sehr stark darauf. Das heißt, man kann nicht darauf setzen, dass ja unser Lehrkräftemangel gelöst wird. Man braucht nach wie vor Personen. Ja, was sagst du da den Schulen? Wo kommen diese Personen her und welche Voraussetzungen müssen die mitbringen, um dann als TutorInnen arbeiten zu können? Nun ja und nein. Also tatsächlich ist das Spannende für mich an unserem System, dass es ein hybrides System ist. Ne? Ich sagte schon, wir setzen wirklich nicht die Kinder einfach nur von Rechner, das bringt auch nichts, sondern das digitale Instrument, das digitale Programm, das kann noch so gut gemacht sein. Es kommt eben gerade bei Grundschulkindern immer darauf an, dass sie eine Anleitung von einem Tutor oder einer Tutorin bekommen, die eine persönliche Beziehung zu den Kindern hat. Ne? Die persönliche Beziehung trägt das alles. Und wir sagen auch immer ausdrücklich, also ein digitales Programm, wie gut auch immer es gemacht wird, es wird letztlich von Menschen zum Leben erweckt. Und das ist aus meiner Sicht das mit das Spannendste auch an diesem Vorhaben, dass es nur dann erfolgreich sein kann, wenn man es schafft, so diese Schnittstelle zu beeinflussen. Ja, wenn wir unseren Tutorinnen und Tutoren zeigen können, was es heißt, das auf richtige und produktive Art und Weise zu bedienen. Also geht weit darüber hinaus, einfach nur ein Computerprogramm zu bedienen. Wenn du jetzt dann die Frage stellst, naja, dann ist das jetzt allerdings gleichzeitig auch keine Lösung für das Fachkräfteproblem an Schulen? Kommt drauf an. Unser Ansatz und nach meinem Verständnis auch die Pointe des Systems
besteht ja darin, dass wir sagen, wir können mit diesem sehr leistungsstarken Programm Förderkräfte befähigen, eine ganz tolle und wirksame Leseförderung zu machen, die nicht über eine hohe Qualifikation verfügen. Ja, denn das Wissen über die Inhalte und die Methoden, das steckt ja in der Plattform drin. Mit anderen Worten, wir können mit Honorarkräften arbeiten, mit Studis, mit Freiwilligen. Einige Schulen experimentieren auch mit älteren Schülerinnen und Schülern. Und optimalerweise können wir diese sehr heterogene Gruppe befähigen, eine richtig tolle zusätzliche Förderung anzubieten. Und ich würde sagen, dann wird es schon interessant. Ne? Ein Hamburger Lehrer sagte uns, als wir begonnen haben, dieses Programm zu entwickeln, er sagt uns mal, mit der additiven Leseförderung ist das hier bei uns so eine Sache. Ne? Also wir bieten das alle an in Hamburg, aber eigentlich läuft das immer so nach dem Prinzip ab, irgendjemand macht mit irgendwem irgendwas. Ja? Also ja, wir machen das, aber ob das was bringt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Und das kann man dann eben mit solchen Programmen ändern. Mhm. Vielen Dank für den Einblick in euer Programm. Wen das interessiert, der kann sich tatsächlich das Interview nochmal durchlesen oder natürlich auch auf eurer Webseite schauen. Ich möchte tatsächlich aber auch wieder auf eine allgemeinere Ebene kommen und Laura und danach eben auch gerne Jana einladen. Ihr hattet Ergänzungen oder nochmal Fragen zu Eckhardt. Gerne Laura zuerst, du hast dich zuerst gemeldet. Ich wollte nur als Ergänzung sagen, dass ich bei so einem Programm eben total den Vorteil finde, dass jedes Kind ein Erfolgserlebnis hat. Und ich glaube, das ist auch das, warum es so gut funktioniert, dass eben, wenn ich ein Arbeitsblatt für alle Kinder austeile, eben nur die das gut machen, die es gut verstanden haben und alle anderen haben kein Erfolgserlebnis und gehen vielleicht traurig und demotiviert nach Hause. Und ich finde, da bieten digitale Plattformen oder andere mediale Begleitung schon irgendwie total das gute Feedback an die Kinder, dass eben ja das Niveau einfach angepasst werden kann. Das wollte ich nur noch mal ergänzend sagen. Danke dir. Dann gerne an Jana und vielleicht kannst du zusätzlich auch die Frage von Hanno beantworten. Du hattest vorhin erwähnt, Kinder lesen digital anders als analog. Bin ich auch hängen geblieben und würde mich auch noch interessieren, ja, was heißt es konkret? Was heißt anders konkret? Aber natürlich auch gern zusätzlich deine Ergänzung oder deine Frage zu Eckhardt. Also fange ich mal an mit einem, ich werde das gerne ein bisschen weiterspinnen von Eckhardt, was er erzählt hat. Ne? Also das ist wichtig, ne? Dass wir wegkommen von diesem einem Kind aus hohem sozioökonomischen Haushalt, Mama, Papa und irgendwie schon mit drei Generationen in Deutschland. Ne? Dass wir das so ein bisschen öffnen, auch das Schulsystem öffnen, dass die Kinder eben ganz unterschiedliche Erfahrungen, das sind eben auch informelle Kenntnisse, digitale Kenntnisse, ne? Was Eckhardt erzählt hat, die sind dann motiviert, wenn sie auf einmal mit so einem digitalen Tool, vielleicht das kennen sie, das können sie anknüpfen. Und da fühlen sie sich sicher und da können sie sich gut einbringen. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig. Gleichzeitig könnte ich das noch mal ergänzen. Wir hatten auch ein Projekt, da haben wir eben auch geschaut, was passiert denn jetzt? Also, dass wir nicht nur auf das Digitale schauen, sondern dass wir zunächst mal schauen, wir hatten die Idee, wir machen sehr, sehr guten Unterricht. Also jetzt nicht diesen traditionellen, sehr lehrerzentrierten Unterricht, sondern wirklich sehr, sehr guten Unterricht. Also ging es eben um die Entwicklung von Lesekompetenz im Leseliteraturunterricht. Also wir hatten dann so Leseverfahren, diese Lautleseverfahren, ne, wo die Kinder dann laut mitlesen, da wissen wir, das ist effektiv. Und dann hatten wir aber auch eine sehr gute Anschlusskommunikation, wo die Kinder bekommen dann, müssen eben dann über das Buch sprechen. Und zwar hatten wir dann reale Probleme für sie konzipiert aus dem Buch heraus. Ne? Und da sollen die dann in Kleingruppen da eine Lösung finden, also irgendwas Kindgerechtes, ne? Irgendein Tier ist krank oder irgendwas passiert. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt haben wir sehr, sehr guten Unterricht. Und jetzt wollen wir wissen, was passiert denn jetzt, wenn wir das einmal analog umsetzen und digital, auch um zu sehen, was ist denn das spezifisch von dem Digitalen? Ne? Funktioniert das anders, besser und so weiter? Und dann haben wir eben geschaut, was passiert dann, was sehen wir in Lesemotivation und Kompetenz? Wo waren denn, wir hatten auch nur ein kleines Sample, wir hatten gar nicht so die großen Unterschiede. Ne? Das hat uns natürlich, waren wir total deprimiert, haben wir so einen Aufwand gemacht, ne? Jetzt sehen wir gar nichts. Und wir haben aber dann gemerkt, wir müssen genau hinschauen. Wir müssen hinschauen, für welches Kind, für welche Lesemotivation und sozioökonomische Herkunft. Und das zusammen haben wir dann Unterschiede gesehen. Ne? Also was wir gesehen haben, die guten Mädchen, also wir sehen genderspezifische Effekte, die Mädchen, die sehr gut lesen können,
die aus Elternhäusern kommen, die sehr, sehr gebildet sind, die wollen kein digitales Tool. Die wollen ihre analogen Bücher. Ne? Und wenn die ihre analogen Bücher kriegen, dann sind die happy, Lesemotivation steigt, auch Lesekompetenz. Dann haben wir die Mädchen, die nicht gut lesen können und die vielleicht auch aus Familien kommen, die nicht so hohe Bildungsabschlüsse haben. Die sind komplett überfordert mit den digitalen. Und dann als dritte Gruppe hatten wir die Jungs, die mäßig lesemotiviert haben, also die nicht so richtig Bock hatten auf Lesen und auch nicht so gut waren. Und für die war das Analoge totales Gift. Ne? Und die hat man gut abgeholt mit diesen digitalen Büchern. Also das auch mal zu Eckhardt. Ne? Also auch selbst da unterscheidet sich das. Ne? Manche Kinder wollen digital, aber andere eben auch analog. Ne? Wir hatten ja Kinder, die haben gesagt, ach nee, mit dem Digitalen, da kriege ich immer Kopfschmerzen und so. Wo ich auch gedacht habe, na, wenn du das noch nicht von deinen Eltern immer hörst und uns das hier wieder erzählst. Ne? Aber dass man da eben auch schaut, was bringen die Kinder mit? Ganz unterschiedliche Kinder haben unterschiedliche Vorlieben, Stärken und so weiter. Und dass man das dann wirklich anpasst. Das war der eine Hinweis zu Eckhardt. Und das zweite kam jetzt die Frage, wie unterscheidet sich das analoge und digitale Lesen? Ne? Das haben Sie vielleicht vor ein paar Jahren, kam diese Studie, werft eure Bücher noch nicht weg oder werft die Schulbücher noch nicht weg. Ne? Das fand ich ganz gut, die da genau geschaut haben, wie unterscheidet sich auch analoges, digitales Lesen. Und die finden dann das digitale Lesen, ich glaube, das merkt man auch an sich selbst. Ne? Sobald man so einen digitalen Text hat, man hat dieses Scan, man scannt da so drüber, ne? Man guckt da so, was steht da so. Und ich bin inzwischen auch schon so schlimm, ich kann so lange E-Mails gar nicht mehr lesen. Ne? Irgendwie verlernt man das. Und das sehen die dann eben auch, wenn die den Kindern Sachtexte geben. Ne? Also die haben den Kindern Sachtexte gegeben, analog, digital, und sehen, wenn die Kinder Sachtexte analog lesen, verbessert sich Lesekompetenz, die wissen viel mehr, was da drinnen steht in den Texten. Und das heißt aber jetzt nicht, dass das Digitale schlecht ist, sondern es ist halt Wissenschaft, immer komplex. Ne? Da gibt es die Randbedingungen. Und zwar, wo ist das nicht so, wenn die narrative Texte haben? Also Märchen, Geschichten und so weiter. Und da haben wir eher dieses immersive Lesen, wo wir wirklich kognitiv aktiviert werden, wo wir eine emotionale Bindung aufbauen. Und hier schneiden auf einmal die digitalen Geräte oder digitales Lesen nicht mehr schlechter ab. Und das Zweite kommt dazu, sobald man so ein Zeitlimit hat, dann schneiden auch die digitalen Bücher schlechter ab. Und das, wo sieht man das dann? Was macht das für Unterschiede? Also was man mitnehmen kann, was man nicht machen sollte. Also wenn man so Tests gibt, ne? wenn die einen Kindern Sachtext lesen müssen und bekommt dann eine Note, die lesen digital, da werden die schlechter abschneiden, ne? Wegen dem Digitalen als dem Analogen. Und was heißt das aber gleich für Lehrkräfte? Eben, also wenn man digitale Texte lesen lässt, dass man dann so Strategien einsetzt, dass das Lesen verlangsamt wird. Also mal nachfragen, markieren und so weiter. Das muss man dann eben mitnehmen, ne? Aufgrund, wenn man eben weiß, was sind das für Unterschiede. Und ich glaube, das ist eben auch das, was Lehrkräfte dann auch interessiert oder was gut ist, wenn die das wissen. Ne? Wie gehe ich mit unterschiedlichen digitalen, analogen Texten um? Was brauche ich da vielleicht noch? Welches Kind benötigt was? Oder dass die gut wissen eben, was für welches Kind passt. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie gelesen wird, digital oder analog, auf welchen Kanälen. Eigentlich wenig darüber gesprochen, was gelesen wird. Was sind denn da die Empfehlungen? Also ich kann mich jetzt auch an meiner Schulzeit noch erinnern, dass schon das Ziel war, dass man dann irgendwann zu hohen Literatur kommt. Ist man da heute davon weggegangen und sagt, ja, Hauptsache es wird gelesen. Was sind da eure Erfahrungswerte und eure Empfehlungen? Welche Rolle spielt der Inhalt? Wer möchte zuerst? Wenn niemand möchte, dann vielleicht gerne nochmal Eckhardt, weil ihr habt ja auch in einem aufwendigen Prozess auch sehr, sehr viele Geschichten eigens entwickelt, auch für eure Anwendung. Worauf habt ihr da geachtet? Ja, gute Frage. Also unsere Beobachtung ist tatsächlich die, der Inhalt spielt nicht die Rolle, von der wir gedacht haben oder von der wir üblicherweise denken, dass er sie spielt. Natürlich bemühen wir uns bei den Lerngeschichten, die wir entwickeln, trotz des Korsetts sozusagen, in dem wir da stecken, ja, weil diese Geschichten eben ganz bestimmte Probleme des Leseerwerbs adressieren müssen. Natürlich bemühen wir uns trotzdem, die so schön und witzig und interessant wie möglich zu gestalten. Aber wir wissen eben auch, dass das Problem, das unsere Kinder zu bewältigen haben, ne, und um das es bei uns eben letztlich geht, das ist nicht in erster Linie ein Motivationsproblem,
Das Problem, das, mit dem wir es zu tun haben, ist, das sind Kinder, die können nicht richtig lesen. Die sind deutlich zurück. Und für die ist Lesen mit Misserfolgen verbunden. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also für viele ist die sozusagen die Lesebiografie einfach eine von Niederlagen und Misserfolgen. Und deswegen machen wir ganz klar die Erfahrung, Geschichten hin oder her, für die Kinder ist es wichtig, dass die Erfolge haben. Und dass die merken, ja, hier wird mir was angeboten, ne? Hier kann ich auf einem Niveau arbeiten, das passt zu mir. Und sieh mal an, ne? Irgendwie auf einmal kriege ich es eben doch hin. Und das ist viel wichtiger als die Gestaltung der Geschichten selbst. Und dass das so ist, das haben wir zu unserer eigenen Überraschung gemerkt, als wir das Programm, das Turbo-Team, in weiterführenden Schulen angeboten haben. Denn auch in weiterführenden Schulen besteht das System, das Problem natürlich besteht ganz massiv, weil eben die weiterführenden Schulen voller Kinder sind, die in der Grundschule nicht richtig lesen gelernt haben. Und viele sind natürlich dann auch als Flüchtlinge erst später nach Hause gekommen. Und da haben wir das gemerkt. Ja? Wir haben Geschichten, die sind als solche konzipiert. Auch die Illustrationen sind konzipiert wie Grundschulkinder. Und auf einmal sitzen da Kinder so in der 9. Klassenstufe daran. Und es funktioniert. Und es funktioniert mit Sicherheit nicht, weil die diese Geschichten so irre prickelnd finden, sondern es passiert, weil sie merken, schau mal an, ich schaffe das. Also Erfolgserlebnisse sind wichtig, das ist dein Punkt, Eckehard. Laura, Jana, was ist eure Antwort darauf? Ja, wie viel Lebensweltbezug, wie viel auch der Interessen der Kinder sollte denn stattfinden in den Geschichten, in den Büchern, die gelesen werden, ob digital oder analog? Also die Lebenswelt sollte auf jeden Fall, das sollte ein Anknüpfungspunkt sein, ne? Das ist ganz klar. Also das ist ja wirklich, dass wir wegkommen von den typischen Texten für Mädchen oder so, ne? Sondern dass es wirklich offen ist, dass sich viele Kulturen, viele Interessen da wiederfinden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe das bei meinen Jungs, ne? Der eine, der Große, der hat immer alles gelesen so, und der Kleine hat das komplett gehasst irgendwie. Also Lesen war nicht sein Dings. Und er hat dann mit Minecraft gespielt, recht früh, ne? Und dann habe ich gesehen, es gibt Minecraft-Bücher. Weiß nicht, ob ihr das wusstet. Die sehen, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt pädagogisch sinnvoll ist. Aber so habe ich den zum Lesen gekriegt, ne? Weil das kannte er und das fand er gut. Von daher diese Passung herstellen zu dem, was Schule anbietet und zu dem, was Kinder mitbringen, was sie auch kennen, was sie mögen, das ist, glaube ich, ganz klar. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das irgendwie wichtig ist. Und dann aber auch, was Eckehard gesagt hat, ne? Also das bedingt sich ja beides, ne? Lesemotivation, wenn ich gerne lese, lese ich viel, steigt meine Lesekompetenz. Umgekehrt, wenn ich eine hohe Lesekompetenz in einmal habe, ne? Ich glaube, Eckehard, das war bei euch, die haben auf einmal Lesekompetenz und auf einmal steigt dann auch die Motivation. Also das hängt ja auch sehr zusammen. Ich möchte jetzt noch ein paar Fragen auch aus dem Chat aufnehmen. Starte gleich mit der, die da ganz unten ist, weil die tatsächlich sehr wichtig ist und wir das überhaupt noch nicht gestreift haben. Das Thema Schulmediotheken, Schulbibliotheken, die ja tatsächlich, also ich kenne einige und es gibt ja wirklich wunderbare Orte mittlerweile. Aus eurer Sicht, welche Rolle spielen die denn, wenn es um eine Lesesozialisation geht? Wer möchte antworten auf die Frage? Vielleicht Laura, hast du in deiner Arbeit auch als freie Medienpädagogin Kontakt zu solchen Orten? Arbeitest du mit denen? Beziehst du die ein? Ja, auf jeden Fall. Zunehmend mehr, weil ich also erstens der Meinung bin, dass es ein sehr wichtiger Ort ist, wo eben Leseförderung stattfindet oder auch Förderung mit digitalen Medien. Besonders in Berlin mache ich die Erfahrung, dass die Bibliotheken teilweise schon sehr gut ausgestattet sind und da sehr viele Sachen anbieten, aber teilweise eben noch Unterstützung brauchen. Deswegen habe ich auch 2, 3 Bibliotheken, mit denen ich jetzt aktiv zusammenarbeite. Und ich finde, dass es auch total, total toll ist, wenn das so eine Querschnittsaufgabe ist von Medienpädagogik und Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Genauso wie Schule und so weiter und so fort. Also es kann sich ja auf mehrere Bereiche beziehen. Und bin einfach der Meinung, dass es gerade, wenn es um die Themen Chancengleichheit und Vorbilder und so geht, dass Bibliotheken ein wichtiger Ort sind, um einfach zu sagen, wir haben hier Dinge, die du dir anschauen kannst, die du auch mit nach Hause nehmen kannst, wenn eben zu Hause keine finanzielle Grundlage da ist,
Wir bieten aber auch, also es gibt mehrere Bibliotheken, die auch Bilderbuchkinos durchführen selber oder so, wo die Kita, die Schule, wer auch immer dann hinkommen kann und eben an Angeboten teilnehmen kann. Da muss ich mich nicht mal als Eltern, als Familie drum kümmern oder als Fachkraft, sondern ich kann das Angebot annehmen. Und ich finde, dass es aber sehr oft noch vergessen wird. Also wenn ich manchmal an Schulen frage oder an Kitas auch, wie sieht es denn mit der Bibliothek hier in der Nähe aus, dann ist immer so, ah ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, wo ich mir so denke, es wäre doch der erste Ort, den ich vielleicht, der mir einfallen würde, wenn es um Leseförderung geht. Und meistens ist auch gar nicht bewusst, dass da auch so viel schon passiert in Richtung digitaler Leseförderung oder Sprachförderung. Deswegen, ja, vielleicht an die, die es bisher auch noch nicht wussten, nochmal der Aufruf, dass Bibliotheken ja ganz viel anbieten und das, glaube ich, eine große Chance ist, die man aufgreifen sollte. Damit, mit deiner Antwort hast du zum Teil auch schon Svenjas Frage mitbeantwortet. Wie können digitale Medien die Chancengerechtigkeit nachhaltig verbessern? Technikausstattung, digitale Teilhabe. Ja, Bibliotheken, Mediotheken können auf alle Fälle ein Baustein sein, damit mehr digitale Teilhabe stattfindet. Ja, Jana, hast du da noch eine Ergänzung zu der Frage? Ist natürlich eine sehr groß gefasste Frage. Wir haben sie auch zum Teil schon gestreift, aber vielleicht hast du trotzdem noch ein paar Worte dazu. Ja, also wir aus der Soziologie schauen halt immer so, was ist denn mit diesen Bildungsungleichheiten und warum verfestigt sich das so? Ne? Und da gibt es viele Ansätze und ein Ansatz ist aber wirklich so die Passung, die Schulen sind so sehr auf die Kinder aus hohen sozioökonomischen Milieus ausgerichtet. Ne? Man weiß das so. Und ich kenne das ja auch von mir mit den Jungs. Ne? Also man sagt ihnen, Bildung ist wichtig und dann können die lesen und dann kommen die in die Schule und das passt einfach. Ne? Die kennen das und die Lehrer sagen auch, Bildung ist wichtig und so und die kennen die Bücher auch schon und so. Und das passt einfach sehr gut. Ne? Und das wissen wir Kinder, also alle Kinder lernen was. Ne? Zu Hause in der Familie mit den Freunden. Aber das ist vielleicht nicht so anschlussfähig zu dem, was in der Schule ist. Und dass wir es da schaffen, das einfach zu öffnen, dass alle Kinder sich einbringen können, dass sie nicht mit Verweigerungen oder Überforderungen reagieren. Also das ist, glaube ich, eine große Chance. Und wir wissen, alle Kinder nutzen gern digitale Medien, sehr kreativ. Und dass man das einfach auch thematisiert. Ich meine, das hat sich schon viel geändert. Ne? Auch in der Kita, dass man es einfach dass man thematisiert, was bringen denn die Kinder mit? Und dass man es so ein bisschen öffnet für die Vorerfahrung. Der Kinder das aufgreift und gleichzeitig, aber das ist ganz wichtig, ne? Es reicht nicht nur zu sagen, jetzt zeigt mal, was ihr in der Freizeit alles macht oder wie ihr rumdaddeln könnt, sondern dass man da Brücken baut, dass die da lernen und Strategien entwickeln, wie sie dieses Wissen auch so ummünzen können für schulisch relevantes Wissen, wie auch immer. Ne? Also dass man nicht stehen bleibt, das öffnet, sagt, alles schön, alles fein, sondern dass man schaut, wie kann ich das nutzen, wie kann ich das anschlussfähig machen. Vielen Dank, Jana. Und um auch noch die letzte offene Frage aus dem Chat aufzunehmen, vielleicht auch eine Frage, die an Laura geht. Wie stehen Sie zu virtuellen Medien wie VR als Beitrag zur Leseförderung? Hast du damit Erfahrung, Laura? Ich selbst kenne es jetzt eher auch aus anderen Kontexten, Physikunterricht etc. Aber gibt es da auch Möglichkeiten, ja VR sinnvoll, lernwirksam zur Leseförderung einzusetzen? Da bin ich auch etwas überfragt. Also ich kenne VR natürlich auch aus meinem Arbeitsbereich, aber es ist nicht mein Schwerpunkt, weil ich, wie gesagt, sehr viel mit Kitas, mit Grundschulen zusammenarbeite. Und da spielt es aktuell noch nicht so eine große Rolle. Da kenne ich es nur im Spielkontext, dass dadurch eben Bewegungsförderung zum Beispiel durchgeführt wird oder so. Das ist mir schon bekannt in Schulen. Aber wie das zur Leseförderung, wie das damit zusammenhängt, da habe ich bisher noch keine Erfahrung gemacht. Würde ich aber in der Kita zum Beispiel auf gar keinen Fall machen. In der Grundschule kann man drüber nachdenken, wenn es dafür jetzt ein Extraspiel gibt oder so, wo es vielleicht interaktiv um Sprachförderung geht, aber da ist mir jetzt keins genau bekannt. Vielen Dank, Laura. Und dann würde ich zum Schluss, bevor wir dann auch wirklich in die Abschlussrunde gehen und auch nochmal einen Blick in den Chat werfen, ob nochmal Fragen kommen, noch einen Blick auf das BMBF-Projekt Besser Lesen werfen und eine interessante Anwendung, die ihr, Jana, da entwickelt, um auch die Lesekompetenz von Kindern zu fördern und gleichzeitig eben auch herkunftsspezifische Ungleichheiten zu verringern. Ihr habt eine App entwickelt, seid gerade dabei, die auszurollen. Ich glaube, an Schulen in Freising wird das der Fall sein. Ja, wie genau funktioniert diese App und was soll die leisten? Was erwartet ihr euch davon? Ja, das ist ein Verbundprojekt, da arbeiten wir zusammen mit der TU Braunschweig. Und was die machen, die trainieren KI, also neuronale Netze, die trainieren die mit Kinderstimmen, sodass die KI dann quasi erkennen kann,
Wie gut ist das, was die Kinder lesen? Und zwar auf drei Ebenen. Was kann die App einschätzen? Die gibt Feedback zu drei Dimensionen. Einmal ist das Phonem, ist das korrekt? Dann ist die Geschwindigkeit, also lange, kurze Laute, ist korrekt und Intonation. Und also das trainieren die und dann haben wir das umgesetzt für eine App, dass die Kinder quasi Bücher lesen und dass sie dann quasi individuell Feedback bekommen. So, das ist das Konzept. Und hier eben, also wir wissen, laut lesen ist wichtig in dieser Phase, ne? Also die sind dann drei Phasen, also die können sich das vorlesen lassen, dann können sie mitsprechen und dann können sie alleine den Text lesen und dann bekommen sie quasi ein Feedback. Und auch hier schauen wir wieder, wir wollen es den Kindern ungern alleine an die Hand geben, sondern wir bauen das wieder ein in gute Lehr-Lern-Konzepte, wo das spielerisch zum Einsatz kommt. Und dann schauen wir aber auch, was passiert, wenn die das nur nutzen. Ne? Also was ist jetzt der Effekt nur von dieser digitalen Anwendung? Und was ist der Effekt, wenn wir es einbauen in gute Lehr- und Lernsettings? Sind wir dabei, ist alles noch nicht ausgereift, weil es ist immer so, mit digitalen Medien hört sich einfach an, aber letztendlich muss man das so verfügbar machen. Ne? Also die Kinder die lernen das auch schnell, die müssen in einer gewissen Art und Weise mit diesen digitalen Tools interagieren, dass die auch funktionieren, wie das auch umgekehrt ist. Ne? Das ist so ein gegenseitiges Aufeinander-Einspielen, das funktioniert selten, einfach so, dass man das reinwirft und das funktioniert. Also da sind wir gerade am Austesten, ja, und sind gespannt, was wir da für Effekte sehen. Wann erwartet ihr da Ergebnisse, auch speziell zu der Frage, in welchem Lernsetting solche Apps dann ja, die besten Effekte bringen? Wir starten jetzt November, also gehen wir in die Grundschulen rein, machen erstmal die Ausgangserhebung, damit wir wissen, mit was für Kindern haben wir es zu tun, wie gut lesen die, aus welchen Haushalten kommen die. Und dann haben wir eine Kontrollgruppe, wo die weiterhin ganz normalen Unterricht machen. Und dann haben wir eine Gruppe, wo die eben mit dieser App alleine lesen, Vormittag, Nachmittag. Und dann haben wir das Konzept, wo das in den Unterricht eingebaut wird. Und ich denke, dann so im Sommer werden wir die ersten Ergebnisse haben. Alles klar. Dann würde ich jetzt noch die allerletzte Frage hier aus dem Chat aufnehmen, bevor wir die Schlussrunde starten. Wie schätzt ihr Angebote in leichter, einfacher Sprache ein? Ist das sinnvoll, auch gerade wenn es um ErstleserInnen geht oder auch solche, die vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt lesen lernen und nicht in der ersten Klasse? Ist das eine sinnvolle Geschichte, die man nutzen kann? Wer möchte? Ich sehe überall vages Nicken. Bei Jana tatsächlich ein bisschen überzeugteres Nicken, deshalb gerne du. Ich glaube, Eckhardt würde sagen. Oder Eckhardt, ja. Also ich würde so spontan sagen, was denn sonst? Also ich meine, kommt darauf an, auf welchem Niveau Kinder lesen können, ja, was sie brauchen. Und dann ist es eben eine Frage der Passgenauigkeit. Klar, also ich meine, Kinder, die mit unserem Instrument lesen, die arbeiten an der Lautbuchstabenzuordnung, ja, die arbeiten am Dekodieren von einzelnen Wörtern. Klar, es ist eine echte Sprache, kann ja gar nicht anders sein. Ja, das ist ja gerade das Besondere auch im digitalen Tools, dass man so einstellen kann, dass es spezifisch auf die individuellen Voraussetzungen passt. Auf jeden Fall würde ich auch unbedingt mitnehmen. Und ja, nicht unterfordert, aber zugleich nicht überfordert. Also genau diesen Punkt trifft mit einer guten Diagnostik. Vielen Dank. Ja, damit würde ich tatsächlich noch mal eine ganz kurze Abschlussrunde mit euch machen wollen. Eckhardt, du hast ja wie gesagt die Weimarer Gespräche mit ins Leben gerufen, ein Diskussionsformat, wo Schule komplett neu gedacht werden soll. Und ich möchte euch für die Abschlussrunde auch noch mal ja, für so ein kleines Gedankenexperiment einladen. Und so die Frage an euch wäre, wie würde denn eure Grundschule von morgen aussehen, an der wirklich 100% der AbsolventInnen lesen können? Aber sucht euch bitte nur eine Sache aus, die jetzt erwähnt. Ist natürlich klar, in Wahrheit muss sich da vieles ändern, aber nennt bitte für die Abschlussrunde jetzt mal einen Baustein, den ihr ändern wollt, um diese 100% Schulen zu erreichen. Eckhardt, nachdem du mit diesem Gedankenexperiment so vertraut bist, würde ich dich einladen, das gleich als erstes zu beantworten. Ja, das ist ja nett von dir, dass du dieses Thema aufgreifst. Ich glaube tatsächlich, dass wir früher oder später zu einem Grundschulunterricht kommen, der weitgehend digital basiert ist. Also ich glaube, Schule wird durch und durch digital. Das heißt,
nicht, dass die Kinder die ganze Zeit auf den Bildschirm starren. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich glaube, wir wissen eben extrem viel darüber, wie Leselernprozesse funktionieren. Und wir wissen auch, dass dieses Wissen nicht unbedingt in Klassenräumen umgesetzt wird. Ich gehe davon aus, dass die Entwicklung von Instrumenten, wie Jana die auch beschrieben hat, das sind eigentlich so kleine Bausteine und das wird irgendwann zusammenwachsen zu einem großen integrierten System, das mir als Lehrkraft sagt, wie und wann soll ich diagnostizieren, welche Angebote soll ich welchen Kindern in welcher Situation machen, sei es digital oder sei es analog, und dass auf die Art und Weise die Grundlage des Unterrichts eine digitale sein wird. Das ist meine Prognose. Vielen Dank für die mutige Prognose, Eckehard. Laura, was wäre deine Antwort? Ich würde mir wünschen, dass sich im Hinblick auf die Fachkräftelage was ändert. Das heißt, dass Fachkräfte die Möglichkeit bekommen, da abgeholt zu werden, dass sie solche Angebote, wie über die wir heute eben gesprochen haben, ganz viel durchgeführt werden können, dass denen die Angst genommen wird, dass sie sich trauen, Dinge auszuprobieren, und hoffe, dass da einfach ein Umschwung passiert, weil ich glaube, dass diese Idealvorstellung von Eckhardt gerade sonst nicht funktionieren kann. Es braucht Fachkräfte, die das gut begleiten können. Und da hoffe ich, dass da vielleicht irgendwie ein Weg gefunden wird, dass Fachkräfte abgeholt werden können. Wunderbar. Danke, Laura. Und Jana, wie kommen wir dorthin, dass 100% unserer GrundschulabsolventInnen lesen können? Was ist dein Baustein? Als Bildungssoziologin würde ich immer sagen, wir doktern so viel rum, wir haben so viele gute einzelne Schulen, die richtig gut sind, ne? Und ich bin dafür strukturelle Veränderungen, ne? Dass wir nicht dann einzelne Akteurinnen ausbrennen und so weiter, sondern wirklich strukturelle Veränderungen und einfach mehr Mut, dass wir wissen echt, dass das System Schule, wie es jetzt gerade ist, ist kontraproduktiv. Und da können wir an jeder Ecke so ein bisschen rumdoktern, das wird unseren Kindern nicht helfen. Wir wissen, den Kindern geht es gerade nicht gut, auch in den Schulen und mit den ganzen Krisen und so weiter. Also strukturelle Veränderungen, mehr Mut auch in den politischen Akteuren, lasst uns hier nicht so hängen. Verändere das ein bisschen, dass sich wirklich alle Kinder aus allen sozioökonomischen, kulturellen, whatever, dass sie sich wohlfühlen und dass Bildung wieder eine neue Bedeutung bekommt. Ja, auch wenn wir dahin jetzt zum Ende hin nochmal das große Fass aufgemacht haben, hoffe ich doch, dass wir einzelne, doch sehr konstruktive Beiträge auch zur Leseförderung liefern konnten und dass ihr auch zu Hause euch da einiges mitnehmen konntet. Danke an die ZuhörerInnen auch für die tollen Fragen und natürlich vor allem danke auch an das Panel für die sehr lebhafte Diskussion. Ja, ich möchte mich im Namen des Forum Bildung Digitalisierung und natürlich des Kompetenzverbunds Lern Digital auch noch einen Veranstaltungstipp mitgeben, direkt im Anschluss, beziehungsweise wir haben jetzt ja schon eine Minute überzogen, das heißt bereits jetzt findet der Lernen Digital Impuls mit Joscha Feig zum Thema KI-Bilder didaktisch sinnvoll einsetzen statt. Ihr könnt da gerne auch nochmal spontan vorbeikommen. Im Chat hat Maike gerade auch die Anmeldedaten nochmal geteilt. Und wenn ihr ansonsten zu diesen oder anderen Themen auf dem Laufenden gehalten werden wollt, meldet euch gern für den Newsletter an oder schaut auf der Webseite vorbei, in den Social-Media-Kanälen, da tut sich ganz viel. Es gibt wahnsinnig viele tolle Veranstaltungen, lohnt sich immer, da vorbeizuschauen. Und ja, von mir heißt jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, wir haben euch einiges mitgeben können, vielleicht auch zum Lesen motivieren können. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Macht es gut. Schönen Feierabend. Tschüss. Dankeschön. Danke. Ciao.